Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Martin und ich sind heute bei Dennis Werner von Sausguru. Hi, Dennis. Hi. Ja, ich bin Dennis von Sausguru. Wir sind eine holländische Firma in Twello in Nähe von Apeldoorn und wir stellen Soßen her. Das hört sich schon mal sehr gut an. Und Martin meinte nämlich, wir müssen unbedingt hier hin zum Dennis und mal über seine Soßen reden. Ja, das stimmt. Also ich habe ja ein Ferienhaus in Holland und immer wenn wir dann irgendwo bei Albert Heijn sind oder in anderen Supermärkten dort, entdecke ich immer eine neue Soße von Sausguru, schlepp die mit nach Hause an, krieg Ärger von meiner Frau, weil der Kühlschrank so voll ist mit Soßen. Aber ich wollte mal, dass wir diese Firma vorstellen, weil die immer herausstechen mit irgendwie neuen, bisschen verrückteren Ideen als alle anderen. Es gibt so viele Barbecue-Soßenhersteller, es gibt auch super geile Sachen hier, Sid & Francis machen auch richtig geile Sachen, aber Sausguru ist ein bisschen verrückter, innovativer, so wie man das halt auch in Holland, so aus Amsterdam und Rotterdam kennt, von den ganzen Konzepten sind, ist ein bisschen ausgeflippter und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Soße finde, die ich noch nicht kenne. Ich habe gerade geguckt, ich kenne gerade, glaube ich, alle, die es hier zu probieren gibt. Aber ist auch nicht schlimm, ne? Aber in letzter Zeit kümmere ich mich schon ein bisschen mehr um Sausguru. So, also stehe enger in Kontakt mit ihnen, sagen wir mal so. Und daher kenne ich auch den Dennis und dachte, er muss auf jeden Fall einen Podcast. Also Dennis, du hast ja dich schon kurz vorgestellt, aber was machst du? Woher kommst du? Wie bist du bei Sausguru gelandet? Kannst du da mal kurz was zu sagen? Ja klar. Also ich komme aus Köln, da bin ich geboren. Danach bin ich nach Holland umgezogen. Da habe ich gelernt als Chefkoch. Habe ich auch ein paar Jahre gemacht und dann bin ich auch über Social Media, über Instagram bin ich in Kontakt gekommen mit Sausguru, auch die Produkte getestet und gedacht, wow, die sind geil, ne? Und so mehr, dann habe ich probiert, zusammen mit dem gekocht und dann haben sie gesagt, ja, wieso sollen wir nicht zusammenarbeiten? Und jetzt habe ich dann gewechselt zu Sausguru und arbeite ich jetzt für Sausguru und ich stelle die Soßen her. Also wir kochen die Soßen selber, machen das eigene Labeling und ja, halt immer wieder neue Soßen herstellen. Und jetzt stehen wir hier auf der Spoga und können alle unsere Soßen probieren. Wie viele Soßen habt ihr jetzt so ungefähr im Programm? Hast du da einen Überblick? Kannst du so eine grobe Zahl uns nennen, was ihr so im Sortiment habt? Also unsere eigene Sausguru-Soßen sind ungefähr 50 verschiedene Sorten. Also dabei sind auch Mayo-Soßen, Asian-Soßen, Hot-Soßen und Chutneys, die haben wir auch zum Beispiel. Und dann haben wir auch noch die Collab-Soßen, die sind in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bloggern, Sternechefs, Restaurants. Damit haben wir auch noch, und wenn ich die noch dazu zähle, 70 verschiedene Sorten. Martin, was ist denn deine Lieblingssoße, so spontan gesagt, wenn du das so auf eine beschränken kannst? Oh Mann, ich gucke, stehe gerade vorm Regal. Da hast du mich natürlich richtig erwischt. Die Cola Barbecue ist richtig, richtig gut. Die Mayo mit den Knoblauch, mit den gerösteten Knoblauch auch sehr geil. Die Mango Chili Soße, die Mango Habanero war es, ne? Ja, auch sehr, sehr gut. Also im Endeffekt kannst du nicht viel falsch machen. Die stechen auch ein bisschen vom Design raus. Die Flaschen sind echt schön und auch von der Größe super. Also und das Design macht ihr auch in-house, hast du gerade gesagt. Ja, das Design für das Label machen wir auch selber. Also die ganzen Soßen stellen wir auch selber her, kochen wir selber. Und so können wir auch ganz schnell schalten und würden wir ganz schnell auch neue Soßen herstellen immer wieder. Wie lange dauert das denn so, wenn du eine Idee für eine Soße hast und die dann umsetzen möchtest? Ist das innerhalb von einem Abend getan mit ein bisschen Zusammenrühren oder sitzt du da manchmal Tage oder gar Wochen, bis du dann zufrieden bist mit dem Ergebnis? Also es liegt dran. Manchmal hat man beim ersten Versuch schon die Soße schon fertig. Aber ja, meistens doch eine Woche und dann sind wir schon zufrieden. Dann kommt noch das Label machen, den Namen für die Soße. Ja, also wir könnten rein theoretisch in einem Monat zwei neue Soßen raushauen. Hast du denn eine Lieblingssoße? Also im Moment die Royal Umami finde ich ganz cool. Aber die Mango Cinnamon finde ich auch ganz super, weil die Mango Cinnamon geht halt nicht nur mit Barbecue, sondern wenn du einfach Vanilleeis hast, einfach ein bisschen Mango Cinnamon drüber geht auch echt super. Oder mit dem Backen. Ich habe mal ein Brot gebacken mit Ostern, da habe ich auch die Soße reingepackt. Also die funktioniert eigentlich überall.
apropos überall. Überall bekommt man die ja leider, glaube ich, jetzt noch nicht, oder? Der Martin hat erzählt, wenn er in seinem Ferienhaus ist in Holland, da sitzt er quasi direkt an der Quelle. Was ist denn, wenn jetzt unsere Hörer oder ich mir so eine Flasche oder zwei oder drei besorgen möchte? Wie komme ich am besten an den guten Stoff? Also als Endverbraucher wäre es dann im Moment Soßenheld oder Führen Rook aus Holland. Die schicken nämlich auch nach Deutschland. Ja, in Holland, wie gesagt, Supermarkt und Großhandel und verschiedene Barbecue-Läden halt. Aber jetzt mit UBG zusammen, deswegen stehen wir ja auch auf der Spoga, um zu zeigen von, wir sind jetzt da, ihr könnt uns jetzt auch bestellen als Reseller. Also für die Reseller stehen wir hier jetzt, dass sie sehen können, was für Produkte wir haben und was wir bestellen können. Also stehen die Chancen ganz gut, dass wir nächstes Jahr ungefähr auch hier in Deutschland einfach in den Markt oder Supermarkt oder zumindest ins Fachgeschäft gehen können und da dann die Sauce-Guru-Soßen finden werden. Also das ist schon unser Ziel. Also das, wir kriegen so viele Anfragen und ja, nur nach Deutschland schicken, da können wir am besten vielleicht noch selber einen Supermarkt öffnen. Ich kenne so viel, ich bin immer überlegen, was die Hörer auch noch interessiert. Ne? Das mit dem Bestellen ist ganz wichtig. Wie ist eure Preisrange? Also was, wo seid ihr angesiedelt? Ihr seid ja keine billige Soße, aber ihr sagt auch nicht so die überteuerte Soße, oder? Was kosten die so bei euch, die Barbecue-Soßen ungefähr? Ja, unterschiedlich natürlich. Ne? Wir haben ja ganz viele verschiedene Größen, wie du hier auch sehen kannst. Wir haben 245 ml, ne? Das ist eine kleine Flasche, aber ich habe ja auch 2-Liter Flaschen stehen. Ne? 3-Liter Eimer. Es gibt auch Barbecue-Blocher, die haben auch 3-Liter Eimer zu Hause, weiß ich zufällig. Ja, natürlich hängt da dann auch wieder der Preis dran. Und für so eine Totenkopfflasche, da bezahlt man auch wieder etwas mehr. Aber dann kriegt man auch wieder so eine geile Flasche dazu halt. Ne? So, aber ja, für eine kleine Flasche ab 3 Euro und für die ganz großen sind man so gegen die 15 bis 20 Euro. Auch wieder an der Soße dann halt. Okay, apropos Totenkopf, da habe ich gerade mal was von probiert. Mir brennt immer noch so ein bisschen die Zunge, aber es ist eine angenehme Schärfe. Ne? Also man läuft nicht auseinander, wenn man so eine Soße probiert. Ist eigentlich ganz gut, so vom Geschmack her. Also man spürt diese Schärfe. Aber trotzdem auch noch so einen Restgeschmack. Also man merkt da nicht nur, dass das irgendwie Chilis sind, die einem die Zunge wegbrennen. Also die du probiert hast, ist die Nonillion. Da ist eigentlich nur Carolina Reaper drin. Aber ja, wir wollen immer das Produkt unterstützen. Also es soll immer noch um das Stück Fleisch oder um das Stück Fisch oder Gemüse gehen. Und nicht um die Soße. Die Soße soll begleiten. Und so ist es auch mit den scharfen Soßen. Ja, sie sind scharf, ne, klar. Aber sie sollen nicht den Übergeschmack nehmen. Also man soll nicht nächste Woche noch immer im Hals kratzen von, oh, die schmecken immer noch, die Soße. Nee, also am Ende soll die schon, wenn du fertig bist mit dem Essen, soll die auch wieder verschwinden sozusagen. Wie schaut es aus mit Neuheiten? Habt ihr da irgendwo was im Petto? Also wir lernen euch ja quasi jetzt erst komplett als Marke kennen, aber ihr habt ja bestimmt auch was Neues, oder? Ja, also im Moment neu ist für uns die Smooth Piccalilli. Die haben wir in Zusammenarbeit mit Maurits van der Voren gemacht. Das ist ein holländischer Pâtissier-Chef. Ja, die hier. Aber wie gesagt, wir können immer wieder neue raushauen. Wenn wir etwas erfunden haben, das finden wir gut, ja, dann machen wir das. Dann geben wir das an den Resellern raus. Die testen es und wenn die das haben wollen, dann bestellen sie es. Und dann geht es in den Verkauf. Und ansonsten wäre noch die Black Gold. Das ist die andere neue Soße noch. Das ist auch ein Totenkopfschäde. Die ist ganz schwarz. Und mit Goldstoff noch mit drin. Also um den doch wieder ein bisschen Flair zu geben sozusagen, aber noch Goldstoff mit reingepackt. Du musst mal ganz kurz den Leuten hier erklären, die, wer nicht aus Holland kommt, versteht vielleicht nicht, was Piccadilly-Soße ist. Also Piccadilly ist eine Art Senfsoße, aber ganz glatt. Wir haben die ganz glatt gemacht. Normal ist da mehr Struktur drin, aber wir haben die halt ganz glatt gemacht. Damit die auch multi-entsetbar ist. Die ist jetzt auch in der Squeezer-Bottle drin, ne? Dass man nicht einfach schütteln muss, sondern auch einfach drizzeln kann über das Gericht. Ja, das war dann mal eine super Übersicht. Ja, wenn du Fragen hast an uns oder irgendwas noch erzählen willst, das ist deine Chance. Ansonsten bedanken wir uns, dass du dir extra für uns Zeit genommen hast. Ja, klar, gerne. Ne? Also dafür mache ich immer gerne Zeit. Also ich habe keine Fragen mehr. Ich gebe euch jetzt nur noch was Soßen mit, damit ihr die selber auch noch testen könnt zu Hause. Ja, außer vielleicht der Martin, der hat schon alles im Supermarkt geholt. Du willst ja nicht, dass ich Ärger mit meiner Frau bekomme. Du meinst ja nur gut mit mir. Ja. Genau.
Nee, aber du bekommst auf jeden Fall noch was mit. Dann kannst du die auch selber noch testen. Wenn wir die Hörer Fragen haben, stellen die, ja, könnt ihr gerne darunter kommentieren bei uns. Oder einfach mal Dennis Werner auf Instagram folgen und ihn da belästigen. Das geht auch. Oder halt auf dem Saus-Google-Account. Dann kommt er auch bei mir oder halt bei mir privat auf Dennis Werner auf Instagram oder uns halt bei Saus-Google auf Facebook oder Instagram zu finden. Ja, ich werde mich auf jeden Fall dann durch die Soßen mal durchprobieren und auch im Blog, denke ich mal, was drüber schreiben. Und ja, dann sammeln wir einfach alle Fragen, falls was sein sollte. Wenn jemand fragt, wie bekomme ich die jetzt genau? Wir werden auch die beiden Shops verlinken und dann werden die Leute auf jeden Fall soßenmäßig nicht verhungern. Also da denke ich, dass das kein Problem sein wird. Es soll wirklich keine Werbung sein, aber ihr werdet damit eure Freude haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, Martin hat mich auf jeden Fall aus Überzeugung hier hingezogen und meinte, los, wir besuchen jetzt den Dennis und ja, ich denke mal, es war ganz informativ und ja, Dennis, vielen Dank für die Zeit und für die Infos und ja, bis demnächst dann. Ja, gerne. Noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank.